Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, mein Name ist Jan. In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach die Morph Transition machen kannst. Die Morph Transition kannst du zum Beispiel dafür benutzen, um von einem Clip zum anderen Clip zu überblenden und nicht dafür die Fade Transition nutzen zu müssen. Denn ganz ehrlich, die Fade Transition kann eigentlich kein Mensch mehr sehen. Deswegen zeige ich dir jetzt ganz einfach in After Effects, wie du die Morph Transition selber machen kannst. Also der Effekt ist an sich ziemlich simpel zu machen. Und zwar müssen wir als erstes eine neue Komposition erstellen. Diese mache ich in 4K 21:9 mit 25 Frames und 6 Sekunden Länge. So. Dann braucht ihr natürlich auch zwei Clips, die ihr verbinden wollt. In dem Fall ist es einmal das Mikrofon und einmal das Objektiv. Natürlich können wir den Sound schon mal ausmachen. Und jetzt ist erstmal wichtig, dass ihr die einzelnen Dinge ausmaskiert. Das habe ich ja schon mal gemacht, deswegen kopiere ich mir einfach die Maske. So, jetzt haben wir die beiden Sachen schon mal ausmaskiert. Das ging jetzt schon ziemlich schnell, ne? Und jetzt müssen wir noch die Masken, einmal die Objektivmaske, müssen wir hier rein kopieren. Beim Masken und die Mikrofonmaske müssen wir andersrum auch hier rein kopieren. So. Jetzt kommt das Reshape-Tool, denn das sorgt quasi für diesen Effekt, von der einen Maske zur anderen Maske zu überblenden. Wichtig ist auch, dass ihr darauf achtet, dass alles auf Non steht, also dass quasi die Maske das Bild nicht beeinflusst, indem zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich das jetzt auf Add machen würde, wäre das nur noch das Bild und wir wollen ja alles drauf haben, das heißt, dass das das ganze Bild ist. Als erstes wählen wir jetzt hier als Source Mask das Objekt aus, also das Objektiv, und als Destination Mask das Mikrofon, also quasi wo es dann nachher hingehen soll. Jetzt hier mal auf 2 Sekunden und setze hier einen Keyframe bei 0. Aber vorher dürfen wir das nicht vergessen, denn wir haben hier jetzt so Verbindungslinien. Und die Verbindungslinien zeigen quasi, welcher Punkt zu wohin gehen soll. In dem Fall soll der Punkt natürlich gerade nach unten. Wir können jetzt, indem wir erst auf V drücken, dann kommen wir hier wieder auf das Tool. Dann können wir Alt drücken und dann können wir so neue Punkte machen. Wir sehen schon mal hier, das wollen wir gar nicht so haben. Das soll natürlich nach hier hin. Das gleiche können wir auf der anderen Seite auch schon mal machen. So, und auch das soll nach hier vorne hin. Jetzt gehen wir nochmal nach unten und gucken, wie es da ist. Da oben, das wollen wir gar nicht haben. Wir wollen das hier haben. Und man muss auch immer die Maske treffen. Das heißt, wenn dieser kleine Kreis an der Maus ist, dann ist das auch richtig. Dann verschiebt man auch wirklich den Layer, den man will. Und dann passt das eigentlich auch schon. So, da wir jetzt hier den Keyframe gemacht haben bei 0,0, bei 2 Sekunden und dann hier auf 0%, gehen wir jetzt mal auf 3 Sekunden, also dass die Animation eine Sekunde lang ist und gehen hier auf 100%. Dann sieht man schon, dass das so verschoben ist, das so distort. Das heißt, das ist jetzt quasi der Layer, wo es vom Objektiv zum Mikrofon geht. So, das heißt, wir kopieren das jetzt einmal kurz und platzieren das hier vorne auf dem ersten Keyframe, damit das auch alles stimmt. Und jetzt ist das sogar schon in der richtigen Reihenfolge ausgewählt. Das heißt, vom Mikrofon zum Objektiv. So, jetzt sieht man hier natürlich nur nichts, da das Layer noch voll deckend ist. Aber der als erstes ist, wollen wir hier einmal die Opacity auf 100 haben und dann hier vorne auf 0 gehen. Hier sehen wir schon ein ziemlich heftiges Torschen, wenn wir nach vorne gehen. Und das wollen wir alles gar nicht haben. Das heißt, wir gucken nochmal hier nach. Und irgendwo müssen passen manche Punkte gar nicht. Schön ist auch, wenn man das bei einer Seite ändert, dann ändert sich das automatisch bei der anderen auch. So, hier sieht man schon, oh, das geht aber gar nicht. Das heißt, wir gehen mal einmal nach hier und setzen die Punkte alle richtig. Und wenn wir die Punkte jetzt alle richtig gemacht haben, sieht man schon, dass die Distortion deutlich weniger ist als vorher. Und dann passt das eigentlich auch schon. Außer hier oben, das geht natürlich noch gar nicht klar. Jetzt passt es aber wirklich schon. Und da wir jetzt so ausfaden, geht es jetzt quasi so hier rüber. Und hier im Endeffekt ist es natürlich noch falsch rum. Genau, Jan, super. Das heißt, wir wollen hier auf 0% und hier auf 100%. Genau, und so sieht die Animation jetzt aus. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, wenn man jetzt eine Bewegung in dem Film drin hat, also nicht nur quasi so was Standardmäßiges, dann kann man den aktuellen Frame, also den hier, würde ich dann einfrieren, also bei beiden. Und die Animation, wenn zum Beispiel von links nach rechts ein Schwenk ist, würde ich das Objekt dann weiter verschieben. Das ist eigentlich so die einfachste Methode, um das mit dem Wechseln hier zu machen. Wie es anders geht, also dass die Maske sich mitbewegt, das weiß ich nicht genau, aber ich würde es einfach mit einfrieren machen, da sich sowieso so viel bewegt mit der Distortion. Und da fällt das kaum auf, wenn er sich da nicht so viel in echt quasi bewegt. Jetzt machen wir noch so einen Easy-Ease-Effekt, das heißt, dass die Maske sich viel smoother bewegt. Und dafür markieren wir einfach die letzten Keyframes und drücken einmal F9, denn dann sieht man schon, wenn man hier drauf klickt, dass es sich hier so ein bisschen verändert hat. Das heißt, als erstes geht es relativ schnell und dann wird es immer langsamer. Also das ist die Geschwindigkeit von der Animation. Und dann ist es alles so ein bisschen smoother. Und das Endergebnis seht ihr jetzt nochmal eingeblendet. Und so einfach macht man den Morph-Effekt. Ich hoffe, bei dir hat alles gut geklappt. Und wenn du jetzt noch weitere Effekte und Transitions kennenlernen möchtest, kannst du mir auch gerne noch ein kostenloses Abo dalassen. Ich würde mich freuen, uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und ciao!